Klasse in Mathe nicht mehr mitkommt, dann kann es nicht sein, dass seine Versetzung davon abhängt, ob seine Eltern das Geld haben, Nachhilfe einzukaufen. Diesem Kind muss unabhängig von der Einkommenssituation der Eltern geholfen werden. Und das ist unsere Gestaltungschance. Wenn es von Sozialgeld lebt, dann hat der Bund die Verpflichtung, für diese Chance zu sorgen. Und zwar konkret, vor Ort, die Dienstleistung von Mensch zu Mensch. Und mehr noch, wenn wir Kinderleben ernst nehmen, dann gehört dazu eben auch das Mitmachen in Sport, in Musik, in sozialen Beziehungen. Sonst verkümmern Kinder, wenn sie diese Chance nicht haben. Wenn sich die Freizeit eines Kindes in der Bahnhofsvorhalle abspielt, statt im Schwimmverein oder im Fußballverein, dann darf das nicht von einer Gebühr abhängen, die die Eltern nicht aufbringen, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, und auch Frau das Schulessen darf in dieser Diskussion kein Tabu sein. Ich möchte den Gedanken zu Ende führen, danach gerne. Ich weiß, das hört sich vielleicht unerhört im Augenblick noch an. Aber nein, meine Damen und Herren, das ist in diesem Land längst überfällig. Und deshalb lasst uns doch gemeinsam diese Chance ergreifen, meine Damen und Herren. Frau von der Leyen, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Golze von den Linken. Erlauben Sie die Zwischenfrage? Ja, bitte schön, Frau Golze. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie mir die Zwischenfrage erlauben, auch wenn Sie mich, glaube ich, gar nicht sehen, weil Sie so geblendet werden. Mir geht es ganz konkret um die Frage des Gegeneinander-Ausspielens von Transferleistungen, Barleistungen auf der einen Seite und Investitionen in Dienstleistungen und Sachleistungen auf der anderen Seite. Sie haben zu Recht zu Beginn Ihrer Rede darauf hingewiesen, dass wir keine Pauschalverurteilung von bestimmten Gruppen von Menschen wollen. Dem schließe ich mich ja auch voll an. Warum aber kann dann nicht der Regelsatz auch für Kinder vollumfassend so ausgelegt werden, dass eben auch solche Leistungen für Bildung, für den Zugang zu Bildung, für den Zugang zu Sportvereinen, für den Zugang zur Musikschule gewährleistet werden kann aus diesem Regelsatz? Warum wird dort schon wieder auch durch die auch von Ihnen angeschobene Gutscheindebatte wieder in die Richtung argumentiert, dass die Eltern oder die Kinder mit diesem Geld nicht umgehen könnten, dass es falsch verwendet werden würde? Warum wird hier auch wieder mit so einem Pauschalurteil gearbeitet, statt zu sagen, wir werden den Regelsatz wirklich am Bedarf der Kinder ausrichten und der umfasst dann eben auch die von Ihnen genannten Leistungen? Wir spielen nicht die Sach- und Dienstleistung gegen die Geldleistung aus. Aber wir wollen, dass, wenn wir mehr Geld einsetzen, und es wird mehr Geld kosten, das sage ich an dieser Stelle auch ganz deutlich, wenn wir mehr Geld einsetzen, dann möchten wir auch, dass es zielgerichtet in der Förderung der Kinder ankommt. Wir würden ja niemals den Eltern in Deutschland Geld in die Hand geben und ihnen sagen, sucht euch mal Lehrer, die bei euren Kindern Schule machen. Aus gutem Grund ist Schule organisiert, sodass wir sagen, dass die Bildung bei den Kindern richtig ankommt. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es vielleicht auch noch mal wichtig, die große Linie zu zeigen, die die Chance ist, die dieses Land jetzt hat. Ich sage nämlich deutlich, wenn wir diese neuen Wege gehen, Sie können sich setzen, weil ich weitermache, wenn wir diese neuen Wege gehen und sich der Bund seiner Verantwortung für die bedürftigen Kinder stellt, so wie ich es eben skizziert habe, dann müssen wir aber auch die Frage stellen an alle anderen verantwortlichen Akteure, was mit den übrigen Kindern ist. Das ist nämlich die Mitte, meine Damen und Herren. Die Kinder der Geringverdiener, die dürfen wir bei diesen Berechnungen nicht aus dem Blick lassen. Und hier ist nicht nur der Bund gefordert, hier sind auch alle anderen Akteure mitgefordert. Nur wenn wir in diesem Punkt zusammenhalten, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann kann der große Wurf gelingen. Ich weiß, das kostet Geld. Ich weiß, das kostet Geld. Aber es ist auch eine Frage, wo wir Prioritäten setzen. Denn diese Rechnung ist die beste Rechnung, die dieses Land aufmachen kann. Es stimmt, dass alles, was verteilt wird, erst erarbeitet werden muss. Aber weil das richtig ist, muss dazu die nächste Generation auch eine Chance kriegen. Sie sind doch diejenigen, die in 30 Jahren uns alle hier im Land tragen müssen. Und deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir den Moment ergreifen, diesen Kindern auch eine reelle Chance heute zu geben. Frau Kollegin von der Leyen, darf ich Ihnen bitten, noch eine Zwischenfrage von Frau Eichel? Sie wollen keine mehr zu.
Ich möchte klarmachen, dass ein Kind, und deshalb ist diese Rechnung so einfach, aber man muss sie dann auch umsetzen, und das ist die Chance dieser Legislatur. Ein Kind, das das Schuljahr schafft, das sich nicht schämen muss, weil es wieder das Frühstücksbrot geschnorrt hat, das den Abschluss oder die Lehre oder den Beruf schafft, das ist ein Erwachsener weniger, der Jahre oder Jahrzehnte von Sozialleistungen lebt. Das ist ein Erwachsener mehr, der die Verantwortung für das Ganze übernehmen kann. Und deshalb, meine Damen und Herren, für die Kinder ist das eine Frage der Lebenschancen. Aber für unser Land entscheidet sich hier der gesellschaftliche Zusammenhalt. Und deshalb bitte ich auch dieses Hohe Haus hier, dass wir die Kraft entwickeln in der Legislatur, Prioritäten richtig zu setzen, dass wir diesen großen Schritt auch tatsächlich vorantun und dass wir ihn nicht mit Streitigkeiten verstolpern, meine Damen und Herren. Vielen Dank.